Sehr geehrte Landtagspräsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, ja, der Markt ist zuweilen unberechenbar. Herrscht ein Überangebot, dann wird das Produkt geringschätzig bewertet. Dabei kommt kaum einer auf den Gedanken, dass sich das einmal ändern könnte. Leider ist es jedoch oft so. Erst wenn der Mangelzustand einsetzt, dann wird der eigentliche Wert einer Leistung erkennbar. Diesen Wandel konnte man in den vergangenen 30 Jahren bei der brandenburgischen Lehrerschaft in klassischer Weise beobachten. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung teilweise mit Lehrern umgegangen wurde. Man hatte manchmal den Eindruck, dass sie wie Läufer auf dem Schachbrett nach Belieben von einer Ecke in die andere geschoben wurden. Man konnte sich auch nicht vorstellen, dass sich das mal irgendwann grundsätzlich ändern könnte. Wie sich die Zeiten doch ändern. Inzwischen sind längst sämtliche rote Teppiche reaktiviert worden und werden vor den Lehrern ausgerollt. Auch die uns vorliegende Drucksache ist ein weiterer solcher Teppich, für den ich mich durchaus begeistern kann. Hier helfen sich unter Umständen zwei notleidende Partner und können jeweils zum Katalysator des Erfolgs für den anderen werden. Während dem einen die Finanzierungslücke innerhalb des Studiums geschlossen wird, kann der andere durch den dann oft hoffentlich erfolgreich abgeschlossenen Studiengang die Lücke bei gut ausgebildeten Lehrern auf dem Land ausgefüllt werden. An dieser Stelle möchte ich allerdings auf die Bedeutung des Punktes 6 der Drucksache hinweisen, in dem es heißt: Die Kommunen sollen einbezogen werden, um für die Studierenden attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich hoffe nicht, dass das ein Punkt ist, der nur die ganze Drucksache etwas aufpeppen soll. Von der Umsetzung dieses Punktes wird es meines Erachtens nach im Wesentlichen abhängen, ob wir die qualifizierten jungen Lehrer nur als Durchgangsstation im ländlichen Raum behalten oder sie dauerhaft an die Region binden können. Letzteres sollte unser Ziel sein. Diesbezüglich haben wir ähnliche Vorstellungen, wie sie im Änderungsantrag der Linken zu finden sind. Dass man sich schon ab Beginn des Studiums dafür bewerben kann. Je kürzer die verpflichtende Zeit für den späteren Dienst auf dem Land ist, desto höher ist die Gefahr, dass die Bindung an die Umgebung nicht erfolgen konnte. Was mir am Änderungsantrag der Linken nicht gefällt, ist, dass auf die Verzinsung bei Rückzahlungsanspruch des Landes verzichtet werden soll. Das kann dazu führen, dass die Förderung als Zwischenfinanzierung missbraucht wird. Zurück zu den Bedingungen am späteren Einsatzort. Der besagte rote Teppich muss in jedem Fall auch dort gefunden werden. Diesbezüglich sollte es Ansprechpartner für die Kommunen im dafür zuständigen Ministerium geben, aber auch umgekehrt. Das beginnt in erster Linie beim Wohnen. Fühlt sich jemand in seiner Wohnung nicht wohl, wird er auf Dauer nicht bleiben. Und in noch einem Punkt kann der ländliche Raum ungeheuer punkten. In der Struktur der Schülerschaft. Dieser Vorteil darf nicht kaputt gemacht werden durch schlechtere Lernbedingungen. Deshalb ist das, was zuletzt auch im Bildungsausschuss bezüglich Digitalisierung unserer Schulen besprochen wurde und demnächst in Form von Drucksachen hier eingehen wird, schnellstmöglichst umzusetzen. Wenn die Frage junger Lehrer auf dem Land zu etablieren gelingen soll, dann muss diese Aufgabe genau in diesem Kontext betrachtet und abgearbeitet werden. Ich hoffe, das gelingt uns. Wir stimmen den Anträgen zu, den Änderungsantrag der Linken. Beim Entschließungsantrag der AfD enthalten wir uns. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.